Und damit wieder herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator 21. Und ja, ich habe schon mal geparkt und wir erleben jetzt unsere große Überraschung, beziehungsweise wir bekommen eine große Überraschung oder wir sehen eine große Überraschung. Irgendwas mit Überraschung, jedenfalls hat uns die werte Dame da neben uns erzählt. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir steigen mal wieder in die Ego-Perspektive oder gehen wieder in die Ego-Perspektive. Und wir sollen die Vordertür öffnen. Und wir ziehen mal die Handbremse und machen den Bus aus. Ja, die Elektronik bleibt anscheinend an. Keine Ahnung. Das ist einer der hiesigen Bushändler. Machen wir wieder zu. Um Busse zu kaufen. Er hat immer die neuesten Modelle da. Okay, jemand hat unseren Bus geklaut. Tschüss, Bus. Wir kaufen uns eh einen neuen. Über diese Benutzeroberfläche siehst du, was er im Angebot hat. Ja, dann schauen wir einfach mal rein. Ui, MAN. Ich liebe ja MAN-Busse, muss ich gestehen. Kaufe einen neuen Bus. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Da, 193.219,71 Geld. Gut, wir haben Geld. Ja, die meisten Busse sind noch gesperrt, aber ist von allem etwas dabei. Oh, Gelenkbusse. Ich liebe ja Gelenkbusse. E-Citaro. Interessant. Ja, ich habe das Gefühl, da sind ein paar neue Busse hinzugekommen, weil ich habe lange nicht mehr gespielt und ich glaube, so manche gab es damals zum Release noch nicht, meine ich zu behaupten. Na gut, wir sollen uns einen Bus kaufen. Die kosten alle 300.000. Ich bin ja, wie gesagt, MAN-Fan. Da ist es gar keine Frage, dass wir so einen mal testfahren. Ja, Sitzplätze 29, Stehplätze 15, Länge 10,5 Meter, Breite 2,5 Meter, Höhe 2,98, Gewicht 19,5 Tonnen, Wendekreis 18,8, Kraftstoff, Motorleistung 213 Kilowatt, Motordrehmoment 1100 Newtonmeter, Achsen 2. Gut. Dann fahren wir den einfach mal Probe. Ach, schön. Schönes bisschen. Wunderhübsch. Ja, gerade mal heimlich einen Screenshot gemacht. Und wir schauen uns den einfach mal an. Wenn wir den Bus ja kaufen wollen, dann wollen wir ja wissen, was wir kaufen. Ja, von innen ist er halt so ein bisschen Standard, würde ich sagen. Aber da gibt es ja auch noch eine Überraschung. Man kann die ja auch von innen anpassen. Von innen und von außen und Werbung drauf und ich bin erstmal ruhig. Entschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. Ja, man muss natürlich auch in einen Gang schalten. Dann geht's auch vorwärts. Ja, Hupe geht. Ach, schön. Schön, schön. Wir machen einfach mal so eine kleine Testrunde. Ja, Licht können wir eigentlich ausschalten. Wir haben 8.16 Uhr, es sieht ganz hell aus. Hey, ich sehe gerade, die Bremslichter funktionieren. Damals bei der Release-Version gingen die Bremslichter meiner Meinung nach nicht. Die haben die ganze Zeit geleuchtet. Fällt mir jetzt gerade auf, dass die funktionieren. Gut, gehört auch dazu. So, wir setzen uns mal wieder rein. Ja, das ist doch ein schönes Fahrgefühl von dem Bus. Wunderschön. Keine Pylone berührt. Ja, der Bus passt zu uns. Ich würde sagen, wir fahren zum Ausgang und sobald wir rausfahren, gehört dieser Bus uns. Wo ist die Ausfahrt? Da ist die Ausfahrt. Ja, ich habe jetzt auch noch ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt und man sieht, ich muss jetzt doch ganz schnell auf die Bremse gehen, dass der bremst. Ja, wäre beinahe schief gegangen, würde ich sagen. Das ist ja. Ein Superbus. Lass uns jetzt zur Lackiererei fahren. Oh, Lackiererei. Lackiererei klingt gut.
So, wir müssen Vorfahrt gewähren, aber es ist ja hier die. Boah, ich muss mich echt jetzt an die Bremse gewöhnen. Ja, die KI gibt einen eigentlich immer Vorfahrt. Ja. Eben gerade hatte ich gedacht, wir sind falsch gefahren, aber die Minimap hatte vorher links angezeigt und jetzt auf einmal kurz rechts. Aber jetzt zeigt sie wieder richtig an. So, wieder eine riesengroße Kreuzung. Und warum hat der da gestanden? Keine Ahnung. Irgendwie macht mich die Minimap gerade ein bisschen fertig. Die springt die ganze Zeit hin und her, aber egal. Wir bleiben einfach auf Kurs. Ich will dann gerade mal was nachschauen, was wir auf unserer Anzeige draußen stehen haben. Weil da kann man ja auch, glaube ich, selber Sachen eingeben. Außer Betrieb steht da. Ich will gerade einfach mal schauen. Wir haben ja keinen Zeitstress. Standardtext. Okay, was haben wir jetzt als Standardtext? Standardtext ist wahrscheinlich außer Betrieb. Ja. Genau. Letzte Haltestelle. Wir haben ja eigentlich keine Benutzer definiert. Okay, der Moment, wo Alexa angeht. Alexa? Stopp. Warum auch immer. Warum auch immer. Gut, wir machen ein bisschen Werbung. Tommy Tours. Schauen, wie das aussieht. Ja, perfekt. Das nenne ich gute Werbung. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Ich glaube, das ging am Anfang auch nicht. Ist, glaube ich, auch hinzugeupdatet worden. Kleinigkeiten, die so ein Spiel irgendwie interessanter machen und noch spaßiger. Und ich sehe gerade hinter uns, im Spiegel sieht man es, fährt unser Citaro, der geklaut wurde. Okay, er ist abgebogen. Er war jedenfalls ganz kurz da. Und wir sind bei der Lackiererei angekommen. Und da wartet auch schon jemand auf uns. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist Ted Kane. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Freut mich, dich kennenzulernen. Es ist gut, dass es in der Stadt wieder ein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Das wirkt bereits wie ein richtiges Busunternehmen. Sorgen wir für den passenden Look. Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. So, dann designen wir unseren MAN mal richtig schön. Hauptfarbe. Okay, viel Auswahl haben wir noch nicht. Wie man das freischaltet, habe ich keine Ahnung aktuell, aber ich denke mal, das wird einfach im Laufe der Zeit. Ich würde den sogar fast so lassen in dem Blau. Akzentfarbe. Boah, so ist das wenigstens auffällig. Das ist wenigstens auffällig. Ja, finde ich auch nicht so verkehrt, aber wir haben ja, wie gesagt, nur langweilige Sachen eigentlich momentan zur Auswahl. Ja, wenn dann. Ja, momentan haben wir, glaube ich. Irgend sowas. Keine Ahnung. Komm, wenn machen wir den richtig blau einfach. Ich glaube, der war auch schon blau. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vollverklebung. Ja, ist natürlich auch ganz cool. Ich bin aber gerade am Überlegen. Weil das sind ja gerade keine Werbeaufkleber, oder? Ah, genau, da kann man Werbung. Da kann man Werbung. Ja, wir können anscheinend noch keine Werbung aufkleben, weil Werbung bringt monatlich Geld, sieht man ja rechts quasi jetzt.
Bei jedem Zahltag kriegt man quasi 1000 Euro zusätzlich für diese Werbung, die man drauf hat auf dem Bus. Sieht vielleicht nicht ganz so hübsch aus, aber bringt am Anfang gut Geld rein, wenn man viele Busse hat. Ich würde auf jeden Fall gern die Innenausstattung ein bisschen ändern, weil ich finde, diese Standardausstattung sieht einfach langweilig aus und nicht gerade edel. Da finde ich ja den Boden edel von. Oder das? Okay, das sieht ein bisschen abgespaced aus. Das ist auch so typisch Bus. Typisch Bus. Das ist ein bisschen altmodisch. Ich finde eigentlich das ganz, ganz edel. Das oder das? Ich bin dafür. Ja, wir können auch das Nummernschild anpassen. Es ging, glaube ich, auch am Anfang nicht wirklich. So, ich würde aber sagen, wir lassen das einfach so. Kostet 6.000. Haben wir einen blauen Bus mit einer richtig edlen Innenausstattung. Ich finde es hübsch. Finde ich besser als dieses Standard-Bus blau gepunktet oder diese komischen Streifen. Das muss nicht sein. Und es regnet. Aus der Lackiererei raus und direkt in den Regen, auch nicht so schön. Der schöne Bus direkt wieder eingeschmutzt. Das nenne ich mal echtes Markenbranding. Sieht toll aus. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen. Entschuldige die Störung, aber ich muss die Expansionspläne bitte besprechen. Oh. Nicht nur Regen, auch Gewitter. Alles klar. Und willst du vielleicht jetzt mit unserem hübsch gemachten Bus nochmal die Route abfahren? Ich rufe dich dann später an. Ja, wirklich hübsch. Öffne das Kartenmenü. Okay, wir haben zwei voreingestellte Linien anscheinend. Und sollen jetzt Route 2 fahren anscheinend. Jetzt fahren. Wir nehmen unseren MAN. Ja, würde ich sagen, nehmen wir das. Und so, die zwei können noch ein bisschen quatschen. Wir machen uns jetzt an die Arbeit. Wenn ich auch irgendwann mal die Bremse löse. Hallo? Jetzt. So, Licht natürlich noch an. Wo sehe ich denn? Ah, okay. Ja, ich glaube, jetzt habe ich das Licht an. Lässt er uns rausfahren? Der lässt uns rausfahren. Sehr gut. Perfektes Wetter für die zweite Fahrt. Nicht, aber gut. Ich glaube, wir müssen auch gleich unsere Bus-LED richtig einstellen. Ich gehe mal stark davon aus, da steht noch Tommy Tours drauf. Wir schauen gleich einfach mal. Ja, Tommy Tours. Linie 2, Tommy Tours. Nein, wir wollen jetzt natürlich die letzte Haltestelle anzeigen lassen. Damit die Leute auch wissen, wo es hingeht. Ja. Die hintere Tür brauchen wir nicht. Können wir wieder schließen. Ja, wäre toll, wenn die Leute nach einer Party nach dem Bus nach Hause nehmen können und erstmal schön in die Bus reiern. Finde ich auch toll. Ich glaube, das findet jeder Busfahrer toll. Nicht, naja. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal Linie 2 eine Runde und dann machen wir weiter mit der Mission.
Ich spiele übrigens wieder mit meinem Lenkrad, also falls ihr komische Geräusche hört beim Lenken, dann bitte nicht wundern. Jo, jetzt haben wir einen im Bus, der ein bisschen Party macht. Ich glaube, den müssen wir an der nächsten Haltestelle erstmal ein bisschen zusammenfalten. Der alte Randalierer hier im Bus. So, Kollege, wo bist du? Da. Och, so laut war das gar nicht. Oh nein. Oh. Ich hab sie vergessen. Schwarzfahrerin. Böse, böse, böse. Ja, und der hat Kopfhörer auf und hat trotzdem die Mucke so laut, dass anderen Fahrgästen die Ohren wegfliegen. Sehr gut. Nicht schlecht. Übrigens spielen wir auf höchsten Grafikeinstellungen und dafür läuft das Spiel auch echt gut, also wenig Probleme mit. Na, hinten einsteigen geht schon mal gar nicht. Gleich mal die Tür zu machen. Ich habe die gerade am Zebrastreifen ein bisschen spät gesehen, aber gut. Wir haben sie ja nicht erwischt. Aber Schlagloch eben. Da müssen wir links. Eieiei. Fast vorbeigefahren. Schlagloch und das nächste. Ja, ich glaube, wir bräuchten jetzt die Rampe, aber hat der Bus überhaupt eine? Oder funktioniert das in dem Spiel? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, ich würde dich auch echt gerne reinlassen. Ah. Taste G. Ja, ich habe gerade so Schalter gesucht wie bei Tramsim München. Aber falsches Spiel. Gut, der Rollstuhlfahrer ist drinne, ist an seinem Platz. Das heißt, wir können alles verriegeln und weiter geht's. Der lässt uns fahren, ist auch wieder nett. Wie gesagt, die KI-Fahrzeuge sind hier echt in dem Spiel mega, mega busfreundlich. Das kennt man gar nicht so. Und da liegt eine Pylone auf der Straße. Und wir sind an der Endstation. Ja, ich würde sagen, wir lassen auch den Rollstuhlfahrer wieder raus. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst einen Daumen da und vergesst nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Bus Simulator 21 oder in irgendeinem anderen Let's Play wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.